und herzlich willkommen zum, ich schätze tatsächlich, letzten Teil von Black Mirror 3. Denn wir haben die Katakomben, beziehungsweise den Zugang zu den Katakomben gefunden. Und Adrian will nicht mehr umkehren. Das heißt für mich eigentlich Endspurt. Allerdings habe ich beim letzten Mal hier vor der Tür gestoppt wegen einer Inschrift hier. Valentina war so nett und hat sie übersetzt, weil es Latein ist. Es ist die Rede von Schatten, vor denen man sich in Acht nehmen sollte. Heißt das, wir werden jetzt hier gleich von Schattenmonstern attackiert? Ich quatsch lieber erstmal mit ihr. Valentina? Oh! Ja? Hier hat wohl jemand seine Memoiren an die Wand gekritzelt. Die Hieroglyphen an den Wänden scheinen bestimmte Dinge zu beschreiben, die für die damalige Zeit wichtig waren. Dass Brot wichtig war, verstehe ich. Aber ein Knochen? Nein, ich meine nicht jedes Symbol für sich, sondern eine Reihe von Symbolen beschreibt zum Beispiel eine Person. So wie das Brot zu einem Bäcker gehört. Ja, aber es kann auch andere Personen beschreiben. Brot wurde von Bäckern gebacken, von Händlern verkauft und irgendwann auch gegessen. Steht da auch, wie man die Tür aufbekommt? Im Moment sehe ich keine Verbindung. Ah, ein paar Stangen Dynamit wären jetzt praktisch. Das bezweifle ich. Es sollte sichergestellt werden, dass nur Menschen reinen Herzens weiter nach unten gelangen können. Dynamit ist eher die brutale Variante. Das Game spielt in den 90ern. Ich glaube, da geht es auch schon mal durch. Okay. Ich habe Angst. Nie? Das ist ja das reinste Labyrinth. Wo geht's weiter? Geradeaus oder rechts? Siehst du das da? In dem Raum geradeaus. Was ist das? Keine Ahnung, aber es bewegt sich. Ist das einer dieser Schatten? Was auch immer. Auf jeden Fall sollten wir dem Ding lieber nicht zu nahe kommen. Am besten wir schließen die Tür. Es? Hä? Ach so. Woher wusstest du, dass der Schalter der richtige ist? Ich wusste es nicht. Sowas nennt man Gottvertrauen. Alles klar. Also, wir merken, wenn man Angst vor Schatten hat, macht man einfach die Tür zu. Was ist das? Ich spüre etwas Dunkles in diesem Raum. Oh mein Gott. Schalter, Schalter, Schalter. Das sind so viele Schalter. Ah ja, gut, okay. Ich meine, das hier ist die Tür. Offensichtlich. Was ist das? Ich werde es bereuen. Ah, damit haben wir jetzt die Tür hier zugemacht, alles klar. Und das heißt, wenn wir den, dann geht hier die Tür auf, ja? Und dann geht auch das Licht an. Ah, I know, verstehe. Das heißt, erst wenn wir im nächsten Raum sind, dann sehen wir auch, wo es weitergeht. Ich würde tatsächlich mal hier unten gucken, aber ich will hier überall gucken. Hier ist ein Regal. Und da ist Licht an. Aber da. Wir müssen erst in den Raum rein. Aber da kann man nichts machen. Mich würde aber interessieren, was passiert, wenn wir von so einem Schatten erwischt werden. Geklärt. Wissen wir Bescheid. Also, Schatten sind böse. Okay, wir gehen zurück. Hier hin. Stopp, wir machen hier erstmal zu. Dazu brauche ich Valentinas Hilfe.
Staub, Knochen und eine Krone. Eine Krone? Das ist wohl das Grab eines Königs. Oder das eines Diebes, der dem König die Krone gestohlen hat. Warum sollte man ihn dann damit beerdigen? Aber okay. Gut, wir gehen mal weiter. Das sind noch ein paar Sarkophage. Die Tür ist ja zu. Kann nichts passieren. Alles gut, alles gut, alles gut. Valentina, komm schon mal nach. Nichts. Der Sarg ist leer. Schade, schade, Schokolade. So, jetzt ist nur die Frage. Moment. Geh mal dahin. Weil wenn wir die Tür hier aufmachen, wissen wir genau, was passiert. Wir müssen den Schatten also irgendwie da wegkriegen. Oder wie sehe ich das? Hier eine Zwischentür. Da ist gar keine. Okay. Gehen wir mal kurz darunter. Das heißt, man muss hier außen rum. Okay, der Schalter macht die Tür auf, der Schalter macht diese auf. Ist da eine Tür dazwischen? Ich gehe mal davon aus. Diese seltsamen grünen Laternen. Wie kriegen wir den Schatten da raus? Wollen wir das ja jetzt aufmachen? Ja. Das funktioniert. Das funktioniert nicht. Das klappt nicht. Aber vielleicht, weil es da dunkel ist, wenn wir jetzt die Tür hier aufmachen, hier ist doch Licht. Ach nee, es geht aus. Okay. Okay. Ein Versuch war es doch wert, meine Güte. Problem ist halt,
soll ich denn da hinkommen? Vor allen Dingen... Ich glaube, der Schatten hier vorne, der ist relativ uninteressant. Glaube ich. Aber hier hinten ist noch ein Sarkophag. Aber da ist auch ein Schatten. Also muss der doch irgendwie da weg. Sehe ich, glaube ich, richtig so. Oder? Ich wüsste nicht, was ich Sie gerade fragen könnte. Im Moment gibt es nichts mit Adrian zu besprechen. Puh. Kann ich mit ihr hier so Späßchen machen? Ändert das dann irgendwas? Oh, okay. Stimmt doch gar nicht. Sie hat den Schalter betätigt, nicht er. Fail. Ich sag's nur. Okay. Der Schatten muss irgendwie da weg. Aber jetzt haben wir das Problem. Wenn sich dadurch, wenn ich jetzt eine Tür öffne oder schließe, wenn sich dann irgendwo eine andere Tür auch öffnet oder schließt, würde ich es ja verstehen. Oder wenn Lichter angehen oder sowas. Okay. Aber das ist ja gar nichts. Das ist legit nichts. Kann man hier irgendwas nachlesen? Auf der letzten Seite ist ein Zettellose reingelegt. Oh, Scheiße. Über die Gräber der Alten wachen ihre Schatten. Jahrtausende währt nun schon ihr Schicksal. Und ein Ende ist nicht zu erwarten. Mit dem Tod wurden sie geboren. Und den Tod wollen sie verbreiten. Die Alten zwangen sie in unsere Welt. Doch gehören sie hier nicht hin. Sie lassen sich weder einfangen noch besänftigen. Das Licht der grünen Flamme aber verstört sie. Es treibt sie in die Dunkelheit. Dort sollte man ihnen nicht zu nahe kommen. Ihre Macht ist alt. Sehr alt. Ah, Sindam. Ja, alles gut und schön. Ich denke, damit sind diese Schatten gemeint. Aber wie soll ich sie denn da wegtreiben? Soll ich ein Feuerzeug reinschmeißen? Ich glaube eher nicht. Ich wüsste nicht, was ich Sie gerade fragen könnte. Boah, ey. Das ist das Labyrinth hier. Das ist das. Ja, das passt. Guck mal. Hier haben wir diesen kleineren Raum. Da haben wir den langgezogenen, der um die Ecke. Der große. Aber was bedeuten... Aber wie soll ich das jetzt hier mit den römischen Ziffern verbinden? Kann ich das irgendwie mit dem Buch kombinieren? Geht auch nicht. Und mit ihr? Auch nicht. Ich wüsste nicht, was ich sie... Ups, sorry. Im Moment gibt es nichts mit Adrian zu besprechen. Oh. Ja, ja.
Das ist der Ausgang, ja. Ist es vielleicht die Anzahl der Schalter? Wir probieren es mal. Komm mal her, Adrian. Beweg dich mal hier vorne hin. So, wir sind jetzt hier im ersten Raum. Und das müssen, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass zwei Schalter aktiviert sein müssen. Wir machen das jetzt mal ganz kurz zum Test. Heißt das vielleicht tatsächlich, dass es die Anzahl der Schalter ist? Das heißt, wenn ich jetzt den Schalter auch aktiviere, dann ist es der zweite Schalter. Das heißt, hier wird's hell. Und das heißt wiederum, der Schatten dürfte nicht hierher kommen. Richtig? Ich bin so tot. Oh mein Gott, es funktioniert! So kriege ich die Schatten da raus. Oh mein Gott, ich habe. Dann gehen wir hier jetzt raus. Machen das hier wieder zu, damit es da dunkel wird. Alles klar, Herr Kommissar. Ich schnappe mal ganz schnell mein Handy. Und mache ein Foto hiervon, da ich nicht immer wieder dahin schalten muss. Klack. So, sehr schön. Weil hier in dem Raum reicht nur ein Schalter. Theoretisch, aber ich sag mal, der ist ohnehin nicht relevant. Bedeutet, ich gehe jetzt hier rein. Ich will den aber wieder zumachen. Das, ah, ich mache das mit Valentina. Komm mal her. Weil wenn die Tür offen ist und ich mache die auf, dann passt das nicht mehr, weil das ist die römisch 1. Das heißt, wir machen mit ihr das Ding hier wieder zu. Und dann schalten wir wieder mit auf Adrian um und legen den Schalter hier um. Dann geht hier das Licht an. Oder hier. Oh mein Gott, ist das gut. Alles klar, ich hab's verstanden. Die ganze Nische ist voll mit menschlichen Schädeln. Wobei, nicht ganz. Hier liegt eine Schale, ziemlich schön verziert. Eine Schale? Wofür werde ich die wohl brauchen? So. Stopp! Nein, 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 mach das nicht. Wir machen hier erstmal zu. Sonst hätten wir es hier glatt versaut. Geh mal hier rein. Jetzt sind wir nämlich hier. Okay, das ist der Raum. Das heißt, hier müssen drei Schalter aktiviert sein, damit es hier hell wird. Sind ja alle offen. Und jetzt haben wir Licht. Das ist jetzt offen. Das
Das heißt, jetzt gehe ich hier wieder raus. Mach dann hier zu. Weil jetzt ist die Tür hier offen. Jetzt, oh, jetzt wird's cringe. Das ist der. Welcher Raum ist das? Nicht, dass ich mich hier jetzt gerade vertue. Das ist der da. Bei dem sind es zwei Schalter. Also sollte ich problemlos den hier aufmachen können. Sollte. Ja, das funktioniert. Die Tür ist auf, die Tür ist auf. Und wenn ich jetzt auf Valentina wechsle und wieder hier rüber latsche und hier aufmache, dann müsste der Schatten hier rüber rauschen. Weil hier das Licht angeht. Oder? Ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert. Dazu brauche ich Valentinas Hilfe. Oh, Kacke. Okay, wir machen hier erstmal kurz zu. Damit nichts Komisches passiert. Hier ist nur Staub drin. Oh, und ein seltsam geformter Stab. Ich wollte gerade schon sagen, ich habe das jetzt nicht alles gemacht, nur damit ich ja nur Staub finde. Sieht aus wie ein Druidenstab. Könnte eine Art Bischofsstab sein. Oder der Stab eines Schäfers. Sehr schön. Gut, 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 gut. Jetzt müssen die Schatten wieder zurück. Also wir können den hier ja wieder aufmachen. Das funktioniert ohne Probleme. Und jetzt gehen wir mit Adrian wieder hier hin. Und jetzt müssen wir ja wieder hier raus. Erstmal muss Valentina hier noch raus. Bevor die noch drauf geht. Das Problem ist jetzt nur, wenn ich jetzt mit Valentina oder mit Adrian eins der Türen schließe, dann werden sie vom Schatten erwischt. Okay, ich gehe erstmal. Stopp, nein, 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 ich bin falsch, sorry. Mit Adrian will ich hier runter. Mach den mal zu. Und das heißt, mit Valentina kann ich das jetzt hier auch wieder zumachen. Alles klar. Oh, ich brauche nochmal das Bild. Drei Schalter. Doch, da muss ich doch wieder mit ihm hier rein. Ja, okay. Geh hier rein, alles gut, passiert nichts. Aber hier machen wir jetzt erstmal zu. Die Tür ist auf. Aber hier brauchen wir tatsächlich drei. Moment, aber wir können den Raum hier erhellen. Stopp, das war falsch. Stopp, stopp! Entschuldigung. Denkfehler. Passiert. Uff.
Doch, natürlich, den können wir wieder zumachen. Den brauchen wir ja gar nicht. Hier müssen wir ja gar nicht mehr rein. Den Weg hinzufinden war einfacher. Ich meine, der muss ja eigentlich gar nicht mehr zurück. Wen bockt dieser Schatten hier überhaupt? Wir müssen aber hier. Wir müssen hier erstmal wieder hin. Das hier ist der hier. Da ist jetzt einer an. Ich wollte da hin. Ach, guten Morgen, hier ist ja zu. Vergessen was. Hier ist die Tür ja. Stopp mal, der Raum ist hell. Das heißt, oh Gott. Können wir das nicht anders machen? Moment mal, ist hier eine Tür auf oder zu? Ah, jetzt ist es zu, alles klar. Gut, verstehe, verstehe, verstehe. Es müssen zwei Schalter betätigt sein, damit das hier hell ist. Also kann ich den jetzt hier aufmachen, weil die hier ist auf. Oh, Gott sei Dank. Jetzt machen wir dich wieder zu. Jetzt wird es wieder dunkel. Ich glaube, ich hab's. Valentina, kommen Sie mal her. Und das heißt, die Tür ist auf. Wenn ich die hier jetzt aufmache, wird es hell und der Schatten huscht wieder darüber. Was? Warum? Nee. Ach, neues Spiel, um Gottes Willen. Wo ist mein Denkfehler? Wo ist mein Denkfehler? Ich weiß, wo mein Denkfehler ist. Ich muss hier erst zumachen. Das ist ja nur mit einem Schalter. Hier machen wir zu. Da machen wir zu. Und jetzt ist hier hell. Und du verpisst dich. Danke fürs Gespräch. Wir machen hier wieder zu. Ich kann Valentina nicht allein hier zurücklassen. Oh, dann soll sie ihren Arsch bewegen. Puh. Ich wüsste nicht, was ich sie gerade fragen könnte. Gut. Wir haben jetzt hier ein bisschen was gesammelt. Ist das der Krempel für diese Schale hier?
Okay, das macht er jetzt von alleine. Okay, er macht es nicht von alleine. Ich muss ziehen, okay. Und jetzt? Keine Ahnung, wie das funktioniert. Scheint mir eine Art Waage zu sein, die mit den Ketten hier verbunden ist. Nur, was soll ich wiegen? Eine Metallkapsel hängt zwischen den Kettengliedern. Ist das eine Klappe? Tatsache, eine Klappe. Und in der Kapsel befindet sich ein goldener Schlüssel. Oder nur vergoldet, könnte auch sein. Oh mein Gott, hier sind noch 6 Löcher drinne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, ich muss ja jetzt verschiedene Kombinationen reinpacken, um an die Schlüssel zu kommen. Ich wüsste nicht, was ich Sie gerade fragen könnte. Ach komm. Im Moment gibt es nichts mit Aiden. Nein, dann eben nicht. Meine Güte, was hast du dir denn gerade aufgeschrieben? Schlüssel gefunden, aber ich komme nicht an alle Kapseln ran. Sie hängen einfach zu hoch. Ein seltsamer Totenkopf mit einem riesigen Mund. Keine Ahnung, was das sein soll. Ein Haufen Symbole. Fisch, Krone, keine Ahnung, Knochen und so weiter. Das ist ein Rätsel. Wir haben hier ja ein bisschen was gefunden. Aber wie setzt sich das alles zusammen? Ich glaube, ich probiere einfach noch mal ein bisschen hin und her. Da haben wir jetzt wieder eine. Denk nach, Adrian, irgendetwas fehlt. Nein, da fehlt nichts. Guck mal da. Noch ein goldener Schlüssel. Das können halt eben so viele Kombinationen sein. Es können halt echt viele sein. Moment, Moment, Moment. Nochmal kurz zurück. Ich will mir kurz das Zeug hier anschauen. So, wir haben hier eine Pfeilspitze, eine Schale, einen Stab, eine Krone, einen Fisch und ein Schild. Ich glaube, mir fehlt noch etwas. Wie, dir fehlt noch was? Oh Gott, im Himmel. Ich habe gedacht, jetzt müsste ich noch mal zu den Hier Schatten liegt ein rein. Kleines Boot. Ja, komm, das legen wir noch mit dazu. Da ist es. Cool, komm. Da haben wir die nächste. Ich komme gleich drauf, wie das zusammenhängt. Alles easy, wir haben schon 3. Anscheinend sind in allen Kapseln goldene Schlüssel.
Ich habe keine Ahnung, wie viel es davon gibt, also sollte ich erst einmal herausfinden, was es damit überhaupt auf sich hat. Ah ja, hiermit, du Eumel. Das nenne ich mal eine Tür. Massiver Stein. Mit Eisenbeschlägen und 6 Schlössern. Ach, wirklich? Wird's bald. Das hat auf jeden Fall hiermit was zu tun. Valentina hat davon gesprochen, dass eine Reihe von Symbolen einen Mensch beschreibt. Oder? Oder ich lege einfach alles mal rein, weil jetzt haben wir ja noch das Boot. Hallo. Ich komme gleich drauf, wie das zusammenhängt. Nee, die Kapsel haben wir schon, ne? Anscheinend sind in allen Kapseln goldene Schlüssel. Ich habe keine Ahnung, wie viel es davon gibt, also sollte ich erst einmal herausfinden, was es damit überhaupt auf sich hat. Mal, willst du mich trollen oder was du... Boah. Ach, kann man nicht noch mit ihr irgendwie was quatschen? Irgendwo muss doch stehen, was ich wo reinlegen muss. Ich wüsste nicht, was ich sie gerade fragen könnte. Der will mich verarschen. Ein Haufen Symbole. Fisch, Krone, keine Ahnung, Knochen und so weiter. 7 Leute, die in der Gegend rumstehen. Ach nein, 3 davon liegen. Schlafen die oder sind die tot? Ein seltsamer Totenkopf mit... Uff, vielleicht andersrum? Ein Helm, wie sie die Soldaten der Kreuzritter im 13. Jahrhundert getragen haben. Ich würde zu gern erfahren, wer den hier verloren hat. Ich glaube, das ist doch scheißegal, oder? Guck dir das mal an und sag Adrian, wie es funktioniert. Damit ich weiß, wie es funktioniert. Eine merkwürdige Darstellung. Was kann das bedeuten? Ich bin sicher, dass das den Black Mirror darstellt. Der Totenkopf scheint symbolisch für den Tod zu stehen. Ich bin sicher, dass 7 Menschen, alle ein wenig unterschiedlich, könnten vielleicht bestimmte gesellschaftliche Gruppen in der damaligen Zeit darstellen. 3 Menschen liegen, 4 stehen. In der Mitte ist ein Altar eingemeißelt. Ich kenne nicht alle Symbole, aber sie scheinen etwas zu beschreiben. Zumindest sieht es so aus, als wären sie aufgeteilt in 7 Gruppen. Vielleicht beschreibt jede Symbolfolge einen der Menschen auf der oberen Hälfte. Okay, Mrs. Know-it-all, dann mach das mal. Das sieht aus wie ein Mechanismus für eine Zugbrücke oder etwas in der Art. So eine Statue habe ich noch nie gesehen. Ob die Gordons sie aufgestellt haben? Oder ist sie viel älter? Für einen Archäologen wäre das hier die reinste Goldgrube. Das überlasse ich lieber Adrian. Das ist eine Opferschale. Dann ist diese Statue wahrscheinlich das Abbild eines vorchristlichen Gottes. Okay, also sie kann nichts machen. Die Hieroglyphen sind alle sehr gut erhalten.
Ich wünschte, ich hätte Zeit, sie mir genauer anzusehen. Vielleicht, wenn das alles hier vorbei ist. Wenn das alles hier vorbei ist, habe ich irgendwie keinen Bock mehr hier runter zu gehen. Im Moment gibt es nichts mit Adrian zu besprechen. Ich wüsste nicht, was ich sie gerade fragen könnte. Okay. Na ja, gut, aber wir haben jetzt durch sie ein paar Infos bekommen. Also geht es hier um verschiedene Personengruppen. Zu der damaligen Zeit. Priester gab es schon immer. Jäger müsste es schon immer gegeben haben. Dann würde ich hier die Pfeilspitze reinlegen. Ein König und ein Krieger würde ich sagen, aber es geht ja eher um normale Menschen. Dann, sie hat ja gerade gesagt, die sehen sehr unterschiedlich aus. Nein, ich weiß, der Schalter ist da, aber das mache ich jetzt nicht. Fischer. Ich weiß nicht, die Schale. Ehrlich? Ich kann es euch nicht sagen, das war jetzt einfach nur wildes Hin- und Hergedenken. Das war jetzt richtig Glück. Die Schale hängt jetzt genau in der Mitte. Fein. Und raus. Anscheinend sind in allen Kapseln goldene Schlüssel. Ich habe keine Ahnung, wie viel es davon gibt, also sollte ich erst einmal herausfinden, was es damit überhaupt auf sich hat. Aber will der mich komplett verarschen, oder was? Anscheinend sind in allen Kapseln... Ich habe keine Ahnung. Anscheinend sind in... Ich habe keine Ahnung. Ey, der will mich trollen, der Typ, oder? Stecke ich dir jetzt einfach da rein. Ich habe mir doch die Tür schon tausendmal angeschaut, du Furzi. Da müsstest du es doch eigentlich mittlerweile geschnackelt haben. Ich probiere ihn in allen Schlössern. Tja, der Schlüssel passt zwar in die Löcher, lässt sich aber nicht drehen. Ich lasse ihn hier liegen. Ich probiere ihn in allen Schlössern. Tja, der Schlüssel passt zwar in die Löcher, lässt sich aber nicht drehen. Ich lasse ihn hier liegen. Jetzt hängen 6 Kapseln auf einer Höhe. Mein Gefühl sagt mir, dass die Schlüssel darin die richtigen sind. Ach, jetzt hast du es geschnallt, ja? Gut, danke. Auf geht's. Alle Schlösser sind offen. Jetzt sollte man die Tür öffnen können. Und? Sind wir jetzt in Black Mirror? Kann ich mit dir noch irgendwas reden? So letzte Worte? Ich wüsste nicht, was ich sie gerade frage. Offensichtlich nicht. Holy. Wände voller Totenköpfe. Wer sind diese Toten und wo sind ihre Gebeine? Hat man nur die Köpfe aufgehoben? Wieso? Und warum sind die Statuen dafür ohne Kopf? Besteht ein Zusammenhang? Je näher wir der Wahrheit kommen, desto mehr Fragen stellen sich. Frag deine Vorfahren. Schon wieder dieser Kerl ohne Kopf. Diesmal in vierfacher Ausführung. Ob da jemand sauer auf ihn war? Vielleicht Mordred? Er ging rum mit seinem Schwert und zack, zack, zack. Wer weiß, wer weiß. Da geht es verdammt tief runter. Dieses Licht erinnert mich an die Höhle unter dem Steinkreis. Ob es ein riesiges Höhlensystem unter Willow Creek gibt? Sieht danach aus, ne? Highway to Hell. Verdammt bröckelig, die Piste. Ich hoffe, die hält noch eine Weile. Highway to Hell, das ist gut. Oh. Ich denke, wir haben die Kapelle erreicht. Ich fühle mich auch schon fast wie zu Hause.
Nein, diese Kapelle haben Marcus und Mordred noch zusammen erbaut. Ihr letztes gemeinsames Werk. Es ist wirklich ein geweihter Ort. Aber Mordred nutzte die Kapelle für seine dunklen Machenschaften. Das bezweifle ich. Ein Steinsarg mit einem Skelett darin. Das war einmal Mordred, wenn man dem Hüterbuch Glauben schenkt. Na, Mordred? Was ist das für ein Gefühl, in sein eigenes Grab zu blicken? Ihr kommt euch wohl näher. Entschuldige bitte. Mordreds Grab. Wer liegt hier drin? Maria? Ein Skelett. Das sind die Überreste von Maria, Mordreds Frau. Woran erkennst du das? Es ist ein weibliches Skelett. Und außerdem liegt da im Brustkorb die Schwertspitze. Sie ist abgebrochen, als Mordred seine Frau ermordete. Toll. Du hast recht. Ach, da kommt der Frau drauf. Keine Ahnung, wie tief das Wasser hier ist. Ich schätze aber, dass wir uns weit unter dem Grundwasserspiegel befinden. Rondell. Die reinste Predigerbühne. Doch für welches Publikum? Hier sollte doch niemand hinfinden. Alles sehr merkwürdig. Dieser Durchgang ist verschüttet. Auf dem Altar sind jede Menge Hieroglyphen. Hier ist ein Satz auf Latein eingemeißelt. Er bedeutet: Bei Sonnenaufgang schickte der König seine Krieger zur Schlacht gegen die Dunkelheit. Ungewöhnlich für eine Altargravur. Hilft uns das weiter? Ich weiß nicht. Vielleicht? Bitte sag mal, dass du dir den Spruch von eben aufgeschrieben hast, Adrian. Man kann diese Hieroglyphen reindrücken. Ja, das Wohlen. Ist... Ja, das ist gerade uninteressant. Diese Rätselei nimmt kein Ende. Ich kann nicht glauben, dass Marcus das alles allein erbaut hat. Das Ganze sieht eher so aus, als wäre es im Laufe der Zeit gewachsen, als hätten die nachfolgenden Generationen der Hüter im Laufe der Jahre nachgerüstet. Wann immer jemand wie Samuel dem Spiegel zu nahe gekommen ist, haben die Hüter ihn aufgehalten und neue Hindernisse, Türen und Rätsel eingebaut. Selbst der Altar scheint einen Mechanismus zu beherbergen. Die Symbole darauf ähneln den Symbolen über der Waage. Nochmal. Valentina? Ja? Weißt du, was hier unheimlich ist? Überall hier unten gibt es Licht. Sogar Kerzen brennen. Ziemlich unheimlich hier unten. Und überall diese Lichter. Möglicherweise gehen sie an, sobald eine bestimmte Tür geöffnet wird. Aber wann wurde dieser Mechanismus installiert? Und von wem? Oder wir sind doch nicht die Einzigen, die sich hier unten rumtreiben. Auf jeden Fall sind wir noch nicht am Ziel. Marcus dachte, der Weg zum Black Mirror wurde mit der Kapelle für immer verschlossen. Aber er hat nicht mit der Genialität seines Bruders gerechnet. Fängst du gerade an, Mordred zu bewundern? Schau dich doch mal um. Das Schloss oben wirkt geradezu winzig im Gegensatz zu dem, was sich hier unten befindet. Das ist alles so beeindruckend und überwältigend, geradezu majestätisch. Es geht schon ein gewisser Reiz von diesen Gewölben aus, findest du nicht? Ich finde, wir sollten nicht zu viel Zeit mit Rumstehen vergeuden. Okay. Der
Der Gang führte wahrscheinlich mal zum Altar hoch. Marcus Gordon hat ganze Arbeit geleistet. Die Geister, die sein Bruder rief, wollte er mit diesem Bollwerk von Altar regelrecht zubetonieren. Aber Mordred hatte sich eine Hintertür offen gelassen. Irgendwie unheimlich. Das Wasser scheint zu leuchten, aber ich sehe keine Lichtquelle. Ein Steinsarg. Nur ist dieser überhaupt nicht verziert und scheint auch deutlich neuer zu sein als die in den Katakomben. Laut Hüterbuch wurde Mordred hier bestattet. Ein Steinsarg. Laut Hüterbuch. Ja, okay. Hier steht: Bei Sonnenaufgang schickte der König seine Krieger zur Schlacht gegen die Dunkelheit. Hatten wir nicht vorhin eine Krone? Und einen Rundschild. Die Symbole gleichen denen im ersten Raum. Bei Sonnenaufgang schickte der König seine Krieger zur Schlacht gegen die Dunkelheit. Sonnenaufgang und Dunkelheit. Also Sonne, König, Krieger, Dunkelheit. König. Muss ich hier vielleicht ein... Ist es wie so eine... Ich glaube nicht, dass man die Symbole einfach, also die Dinger hier noch reindrücken muss. Oder muss das wirklich wie so ein durchgehender Weg bis da hinten sein? Weil Krieger... Das ist eher das Symbol für einen Bauern. Das ist eine Sichel. Krieger ist eher sowas hier. Okay. Also das scheint schon mal gestimmt zu haben. Sonnenaufgang, König, Krieger, Dunkelheit. Ich habe eine Idee. Wir müssen nochmal in den anderen Raum. Man kann diese Hieroglyphen reindrücken. Ja, das kennen wir schon. Ein Haufen Symbole. Fisch, Krone, keine Ahnung, Knochen und so weiter. Sonnenaufgang. Hier geht es ja um Personengruppen, die beschrieben werden. Der König ist die Krone, Brot, Haus, Boot, Schild, Kelch. Und der Krieger die Axt, der Kopf, ein Schwert, ein Pfeil, ein Schild und ein Bogen. Ich fotografiere mir das gerade mal ab. Okay, nochmal. So, Sonnenaufgang. Der König, das ist dann die Krone. Danach folgte das Brot, das Haus, dann das Schiff, warum auch immer, aber okay, wir gehen nach dem, was da vorne stand. Dann das Schild und der Kelch. Dann geht es weiter mit dem Krieger. Da haben wir hier die Axt. Dann Kopf,
Schwert, Pfeil, oh mein Gott, das passt wirklich. Schild, Bogen und der Mond ist das Symbol für die Dunkelheit. Oh mein Gott. Autsch, mein Ohren. Wow. Das denke ich mir auch gerade. Wow. Jetzt sind wir definitiv nicht mehr in den Katakomben. Sieht mir nach einem Alchemielabor aus. Ah ja, ernst? Jetzt war ich schon mal. Was? Mordred? Nein, nein, als Kind. Ich erinnere mich schwach. Schau dich um. Vielleicht kommt die Erinnerung ja wieder. Ja. Das ist es. Wirklich? Das ist das Loch, in das Angelina als Kind gestürzt ist. Und ich bin ihr hinterhergeklettert. Aber jetzt ist es verschüttet. Klar, dass ich es an der Oberfläche nicht finden konnte. Und wie seid ihr da wieder rausgekommen? Durch die Katakomben? Nein. Bates, er war es. Er hat uns hier wieder rausgeholt und dann das Loch zugeschüttet. Aber vorher waren wir bei dem Portal. Wir standen direkt davor. Es ist hinter der Tür. Hat Angelina sie geöffnet? Ich bin mir nicht mehr sicher. Puh. Ein Seelenschlüssel. Das ist ein reliefartiges Abbild eines Seelenschlüssels. Ein Lesepult. Was ist das denn für ein Buch? Homunculus Pater Omnis Telesmi Totius. Keine Ahnung, komplett lateinisch. Wollte gerade sagen, das ist Latein. Das sind mal richtig hässliche Wasserspeier. Schlimmer als die Teufelsfratzen aus der Akademie. Wasserspeier sind immer hässlich, finde ich. Überall gibt es hier Wasserbecken. Mordred muss ziemlich reinlich gewesen sein. Noch mehr Teekessel. Ich glaube nicht, dass es Teekessel sind. Mordreds Teekessel, wie niedlich. Herrschaft über die Unterwelt hin oder her. 5 Uhr war Tea Time. Vielleicht gibt's hier auch noch 800 Jahre alte, selbstgebackene Kekse. Tee ist eigentlich eine gute Idee. Mach ich mir auch gleich mal. Die reinste Hexenküche. Früher oder später wäre Mordred bestimmt auf dem Scheiterhaufen gelandet. Die reinste Hexen. Okay, scheint noch interessant zu werden. Prima Materia, Planetenmetalle, Basilisk. Willkommen in der Scheibenwelt. War keine gute Idee. Entschuldigung. Das sind die besten Klingen des Landes. Geschmiedet von den fähigsten Schmieden. Viel zu gut für diese Schlechter, die mein Bruder Soldaten nennt. Adrian, du machst mir Angst. Leg das bitte weg. Und doch sind sie nichts im Vergleich zu meinem Schwert. Adrian, hör auf damit. Was? Alles okay. Alles in Ordnung. Leg einfach das Schwert zur Seite, dann ist alles wieder gut. Von jetzt an werden wir darauf achten, dass du kein Schwert mehr anfasst. In Ordnung? Du gehst nicht mal in die Nähe von einem Schwert, Adrian. Hast du verstanden? Wir wollen doch nicht, dass einer von uns einen Unfall hat. Oder? Okay, okay, Schwester Valentina. Gibt es irgendeinen Grund, warum du mit mir wie mit einem Verrückten sprichst? Eher wie Nein. mit einem Kind. Außer, dass du wie einer aussiehst und dich auch so benimmst. Deine Augen sind wieder schwarz und du fuchtelst mit einem Schwert rum, während du wie Mordred sprichst. Also tu uns den Gefallen und lass die Finger von scharfkantigen Dingen. Sie redet mit ihm wie mit einem Kind.
Ach, herrlich. Oh, sind hier oben. Das sah früher bestimmt um einiges schicker aus, aber sehr solide gebaut. Wäre es hier unten feuchter, wären die Balken sicherlich schon lange verrottet. Gut. Ich weiß auch noch nicht, was es mit dem Alchemietisch auf sich hat, aber wir gehen Wie jetzt mal zur Tür. Ist Angelina damals nur da reingekommen? Wie ist Angelina? Okay, wir wechseln mal auf. Ach, Angelina, sage ich schon. Hier darf das Tabula Smaragdina nicht fehlen. Bitte was? Das Grundlagenwerk der Alchemie. Ecco, hier ist sie. Die smaragdene Tafel. Die Bibel der Alchemisten. Aber ich fasse das Buch lieber nicht an. Es würde bei der kleinsten Berührung auseinanderfallen. Wie fast alles hier. Könnte ein Zepter darstellen. Ah, die kennt die Seelenschlüssel gar nicht. Ein Kamin. Der Schacht führte sicher einmal nach draußen. Es gab also eine Abkürzung. Ja, das war das Loch. Autsch. Das ist keine normale Erde. Sieht aus, als wäre Teer mit reingemischt worden. Da wollte jemand auf Nummer sicher gehen. Ja, Bates. Hatte doch eben schon erzählt. Das Buch ist beim Kapitel Homunculus aufgeschlagen. Ist das Zufall oder hat sich Mordred etwa mit der Erschaffung künstlichen Lebens beschäftigt? Unheimlich. Okay, das scheint wohl ein wichtiger Punkt gewesen zu sein, weil jetzt eben das Symbol wieder kam. Interessante Steinmetzarbeit. Die Gesichter werden von Händen gehalten. Direkt aus der Steinwand gehauen und mit Grundwasser gefüllt. Dürfte trinkbar sein. Nur das Leuchten macht mich etwas misstrauisch. Noch mehr Kupelle und Serpentinen. Hier hat Mordred seine Rezepturen gemixt. Ein Gefäß zur Sublimation auf einem Athanor, einem speziellen Ofen aus Backstein. Ich habe noch nie so gut erhaltene Originale gesehen. Bellissima. Bellissima. Eine beachtliche Sammlung an Schwertern. Mordred muss ein Waffennarr gewesen sein. Ja, hier sind nämlich noch eine ganze Menge mehr. Die Balken scheinen keine tragenden Elemente zu sein. Aber wozu sind sie dann gut? Vielleicht waren feuchte Tücher darüber gespannt, wegen des Rauchs, der sich bei alchemistischen Experimenten zwangsläufig entwickelt. Ja, dann. Hast du irgendeine Idee? Es wird bestimmt wieder Blut sein. Man kennt's. Ich mag Geheimtüren nicht. Da ist ein Handabdruck. Hier geht doch immer alles nur um Blut. Schneid dir mal die Hand auf. Okay. Adrian? Hm? Hm. Das ist eine perfekt ausgestattete Alchemiewerkstatt. Mordred war ein Mann der Wissenschaft. Bei meinem Physikstudium kann er mir sicher nicht helfen. Alchemisten haben doch nur versucht, Gold zu erschaffen. Das ist so nicht ganz richtig. Es gab durchaus auch Alchemisten, die sich mit anderen Dingen beschäftigt haben. Ach ja, Dämonentore öffnen, ich vergaß. Sie haben auch versucht, Heiltränke zu brauen. Oder das Gegenteil davon, Gifte. Bei letzterem waren sie sicherlich erfolgreicher. Okay, das hat jetzt auch nicht viel gebracht. Valentina? Ja. Ah, so, okay. Lässt du mich mal einen Blick auf deinen Dolch werfen? Was? Nein, bestimmt nicht. Ich glaube, ich weiß, wie man die Tür öffnet. Es ist ganz einfach. In Ordnung. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Was tust du da? In der Akademie gab es eine Tür, die konnte nur durch das Blut eines Gordons geöffnet werden. Mein Blut. Als ich damals als Kind Angelina helfen wollte, habe ich mich verletzt und konnte deshalb die Tür öffnen. Gordonblut. Ein weiterer Grund, warum nur du der Hüter sein kannst. Oh yeah.
Lass mich vorgehen. Wieso? Ich weiß nicht, was passiert, wenn Mordred seinen geliebten Spiegel wieder sieht. True. Denk an die Sache mit den Schwertern. Okay. Großer Gott. Siehst du das? Ja. Was hat das zu bedeuten? Ist das Mordred? Oder bin ich das? Und warum habe ich das Bedürfnis, den Spiegel zu berühren? Nicht! Es ist Mordred, der dich dazu zwingen will. Fass diesen Spiegel nicht an. Niemals. Okay, okay. Das Spiegelbild zeigt deine Seele und den Teil Mordreds, der in dir steckt. Mordred? Aber warum sieht er aus wie einer dieser Schatten? Mordreds Seele ist immer noch hinter dem Spiegel gefangen. Das in dir ist Mordreds Seelenschatten, also der Schatten seiner Seele. Wir müssen Mordreds Schatten irgendwie in den Black Mirror zurückschicken. Und zwar ohne seine Seele dabei zu befreien. Okay. Aber wie? Hatten wir nicht kürzlich einen Exorzismus, der schiefgegangen ist? Nein, keinen Exorzismus. Wir brauchen was anderes. Bist du sicher, dass du in Mordreds Buch nichts übersehen hast? Ja, todsicher. Ich kann es dir gerne zeigen. Die Seiten. Hier erscheint plötzlich Schrift. Das müssen Mordreds Aufzeichnungen sein. Aber wieso steht hier auf einmal etwas drin? Der Spiegel muss es aktiviert haben. Wenn man meinen Vorgängern Glauben schenkt, so ist es möglich, dass die Seele den Spiegel verlässt, wenn der Schatten bereits in dieser Welt gebunden ist. Eine Vereinigung von Seele und Schatten würde ein ungeahntes Machtpotenzial beinhalten. Die Seele des mächtigen und von allen gefürchteten Königs Armundor ist genau die richtige, um meinen Sohn zu dem zu machen, der er geworden wäre, wenn nicht mein Bruder, bla 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 bla. Der Kerl hat ein paar Sitzungen bei Dr. Winterbottom bitter nötig gehabt. Aber warte, hier steht noch was. Alles ist vorbereitet. Die Gebeine Armundors liegen auf dem Altar. Sein Schatten wird gleich an sie gebunden sein. Dem Seelentransfer steht nichts mehr im Wege. Jetzt muss nur noch der Junge befreit werden vom Joch seiner verseuchten Seele. Oh Gott. Hat er das mit seinem Sohn gemacht? Seelentransfer. Mordreds Seelenschatten in mir. Ja, natürlich, das ist sein Plan. Er hat mich hierher gelockt, damit das Ritual vollzogen werden kann und seine Seele in meinen Körper übergeht. Genau dazu ist der Fluch gedacht. Nur hat Mordred nicht damit gerechnet, dass sein Seelenschatten im Körper eines Hüters landet. Nur deshalb hast du so lange durchgehalten. Aber das hilft uns nicht weiter. Wenn wir diesen Schatten in mir rauslassen, wird Mordreds Seele in mich... Psst. Adrian, ich glaube, ich habe eine Idee. Lass mich kurz überlegen. Du hast eine Idee? Schön, erzähl was. Adrians Spiegelbild ist eine Mischung aus seiner Seele und Mordreds Seelenschatten. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben könnte. Adrians Seele darf den Kampf gegen Mordreds Schatten auf keinen Fall verlieren. Aber was ist auf der anderen Seite? Nur Mordreds Seele? Oder hat Adrian auch so einen Seelenschatten? Gute Frage. Adrian, liest du mir bitte den Absatz mit den Schatten aus dem Buch der Hüter vor? Über die Gräber der Alten wachen ihre Schatten. Jahrtausende währt nun schon ihr Schicksal. Und ein Ende ist nicht zu erwarten. Mit dem Tod wurden sie geboren. Und den Tod wollen sie verbreiten. Die Alten zwangen sie in unsere Welt. Doch gehören sie hier nicht hin. Sie lassen sich weder einfangen noch besänftigen. Das Licht der grünen Flamme aber verstört sie. Es treibt sie in die Dunkelheit. Dort sollte man ihnen nicht zu nahe kommen. Ihre Macht ist alt. Sehr alt.
Schatten entsteht also auf jeden Fall, wenn jemand stirbt, aber nicht in dieser Welt, sondern hinter dem Spiegel. Ich weiß aus den Akten des Vatikans, dass damals hier Menschen geopfert wurden, um zu sehen, ob ihre Seelen gut oder böse waren. Ähnlich zur Zeit der Hexenverbrennungen. Mordred schrieb, dass eine Seele den Spiegel verlassen kann, wenn sein Schatten bereits hier gebunden ist. Was im Moment ja der Fall ist. Richtig. Würde Adrian also hier sterben, hätte Mordred gewonnen. Adrians Seele wäre auf ewig befreit und sein Körper würde Mordreds Seele aufnehmen. Wir müssen aber trotzdem Mordreds Seelenschatten aus Adrian herausbekommen. Und Mordreds Seele muss daran gehindert werden, den Spiegel zu verlassen. Und Adrians Seele muss da bleiben, wo sie ist. Macht Sinn. Ja, und wie setzen wir das alles um? Ich weiß nicht, wen oder was sie darstellen sollen. Die Statuen sind aber sehr imposant. Es fühlt sich so an, als existiere diese Höhle schon seit Anbeginn der Schöpfung. Okay. An diesem Altar klebt so viel Blut. Ich habe eine Idee, nach dem, was Mordred aufgeschrieben hat. Er hatte gesagt, alles ist vorbereitet. Die Knochen oder Gebeine des Königs sowieso sind auf dem Altar ausgebreitet. Müssen wir jetzt die Gebeine von Mordred holen und die hier hinlegen? Im Moment gibt es nichts mit Adrian zu besprechen. Ich wüsste nicht, was ich Sie gerade fragen würde. Okay. Wir gehen mal Mordreds Knochen holen, würde ich sagen, oder? Adrian, was? Wirf doch mal einen Blick in Mordreds Buch. Vielleicht findest du noch mehr. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Ich wollte ihn retten vor seinem erbärmlichen Schicksal. Wollte ihn wieder zu meinem Sohn machen. Mein Sohn. Kein Bastard aus den Lenden meines verfluchten Bruders. Ich habe mich genau an den Ritus gehalten. Alles hat gut funktioniert. Nur konnte ich sein kleines Herz nicht mehr zum Schlagen bringen. Ich habe alles versucht. Vergebens. Von jetzt an bin ich ganz allein. Es gibt niemanden, den ich einweihen kann. Marcus hat mir alles genommen. Und jetzt werde ich ihm alles nehmen. Ich muss mich beeilen. Mein Schwert. Zuerst muss ich die Experimente damit abschließen. Es scheint, als wäre es mir gelungen, ihm einen Schatten zu erschaffen. Das könnte bedeuten, dass ich es auf der anderen Seite benutzen kann. Wenn es mir denn gelingt, auf die andere Seite zu kommen, ohne zu sterben. Ich will schließlich beide Seiten beherrschen. Seltsam ist nur dieser schwarze Fleck an der Klinge. Seitdem es Kontakt mit der anderen Seite hatte, breitet sich das Schwarz unaufhaltsam aus. Aha. Man sieht ja überall ständig diesen schwarzen Schimmel, ne? Ritus, Experimente mit einem Schwert. Was zum Henker hat Mordred hier getrieben? Hört sich an, als hätte er ein Seelentransferritual der alten Druiden ausprobiert. An seinem eigenen Sohn. Seelentransfer. Er hat ihn ganz einfach ermordet. Der Ablauf des Ritus steht nicht zufällig im Buch. Nein. Ich könnte Adrian ein Mittel verabreichen, das seinen Herzschlag stark verlangsamt. Wie ein Gift. Damit müsste sich Mordreds Schatten von Adrians Körper lösen. Allerdings wäre damit auch Adrians Seele befreit und er würde sterben. Mit etwas Adrenalin sollte es aber möglich sein, ihn wiederzubeleben. Ich muss es ihm nur kurz danach in eine Vene spritzen. Mordred war damals nicht dazu in der Lage. Man kannte Adrenalin noch nicht. Heutzutage geht das. Ach, es ist zwar gefährlich, aber die einzige Möglichkeit, die mir einfällt. Am besten, ich sage Adrian erstmal nichts davon.
Ja, vor allen Dingen, Mädel, wenn es in die Hose geht und Adrian geht drauf, dann hast du ein Problem. Dann steht nämlich Mordred vor dir. Ich Ach damit so. müsste mit Mordred. Ja. Im Moment gibt es nichts mit Adrian zu besprechen. Mordreds Überreste. Laut Mordred benutzte er die Gebeine der Toten, um ihre Schatten in diese Welt zu holen und zu binden. Wir könnten Mordreds Schatten also mit seinen Gebeinen aus Adrian herauslocken, so wie er es einst mit diesem König tat. Richtig. Das ist ja jetzt mein Gedanke. Adrian, wir brauchen Ah. Mordreds Knochen für das Ritual. Würdest du das übernehmen? Ja, am Stück. Merk dir einfach, wie sie liegen und setze sie auf dem Altar wieder so zusammen. Aber noch nicht jetzt. Die Nähe zu seinen Gebeinen könnte Mordred in dir stärken. Lass mich erst meinen Plan fertig durchdenken. Wenn du meinst. Mordreds Überlaut Ja, ja, Mordred, ja. wir könnten Mordreds Sch Adrian. Nee, 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 ja. nee, nee, nee. Aber lass mich Wenn du erst. meinst. Ja, was anderes gibt's doch jetzt aber nicht. An diesem Alltag. Was anderes gibt's doch jetzt aber nicht. Im Moment gibt es nichts mit. Damit müsste es allerdings Nee, das mit klappt auch nicht. Damit klappt's auch nicht. Aber ich muss doch jetzt erstmal. Also mit den Schwertern hier noch. Adrians Schatten braucht eine Waffe, um Mordred zu besiegen. Aber ich befürchte, ein normales Schwert wird nicht funktionieren. Mordred ist ja schon tot. Und man kann nicht einfach eine Waffe durch den Spiegel reichen. Moment. Adrian, was stand noch gleich in Mordreds Buch zu seinem Schwert? Seltsam ist nur dieser schwarze Fleck an der Klinge. Seitdem es Kontakt mit der anderen Seite hatte, breitet sich das Schwarz unaufhaltsam aus. Und hier. Es scheint, als wäre es mir gelungen, ihm einen Schatten zu erschaffen. Das könnte bedeuten, dass ich es auf der anderen Seite benutzen kann. Das heißt, Das ist es. Mordreds Schwert Wir brauchen wir. brauchen Mordreds Schwert. Danke. Kann ja nicht so schwer sein. Ein Schwert mit einem schwarzen Fleck. Ich weiß, wo es ist. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen. Ich bin gespannt. Ich weiß, wo das Schwert ist. Also, der Black Mirror scheint ein Portal in eine andere Welt zu sein. Eine Art Schattenwelt. Stirbt ein Mensch in der Nähe des Portals, wird auf der anderen Seite des Spiegels ein Schatten geboren. Gleichzeitig gibt es für seine Seele zwei Möglichkeiten. War er reinen Herzens, bleibt der Schatten seiner Seele hinter dem Black Mirror zurück und seine Seele... Fliegt schattenfrei gen Himmel? Sie ist frei, ja. War der Mensch jedoch böse, so wird seine Seele von ihrem Schatten in den Spiegel gesogen. Und dann? Ist sie gefangen. Die Seelen im Spiegel sind die Sklaven der Schatten. Sie können instrumentalisiert werden. Das heißt, die Schatten sind nur böse, wenn die Seele das auch war. Es wird erzählt, dass sich Marcus, bevor er seinen Bruder tötete, durch eine Armee von Schatten kämpfte. Mordred hat herausgefunden, wie man die Schatten durch das Portal holen kann. Okay, aber Mordreds Schatten ist ja schon draußen, was man gut an meinem Spiegelbild erkennen kann. Richtig. Deshalb ist seine Seele mehr oder weniger schutzlos allein hinter dem Spiegel und wartet nur darauf, dass sie raus kann. Was vermutlich dann passiert, wenn ich den Spiegel berühre, oder? Das wollen wir nicht herausfinden. Also, Mordreds Schatten können wir mit seinen sterblichen Überresten binden. So kommt er uns zumindest nicht in die Quere. Und dann kann dein Schatten, Adrian, Mordreds Seele übernehmen. Oder noch besser, vernichten. Mein Schatten? Ich denke, ein Schatten entsteht nur, wenn jemand stirbt. Du musst sterben. Okay. Und warum hast du mich da nicht vom Dach springen lassen? Wäre doch bequemer gewesen. Stimmt. Dann wärst du unwiederbringlich tot gewesen. Ich habe aber vor, dich wiederzubeleben.
Wenn deine Körperfunktionen für ein paar Minuten aussetzen, wird deine Seele, wie soll ich sagen, befreit. Ich kenne genug Berichte über Nahtoderfahrungen, die das bestätigen. Gleichzeitig entsteht dein Seelenschatten auf der anderen Seite des Spiegels. Verursacht das nicht irgendwelche Hirnschäden? Keine Sorge, Adrian. Das menschliche Gehirn kommt ein paar Minuten ohne Herzschlag aus. Deine Seele kehrt wieder in den Körper zurück, sobald dein Herz wieder schlägt. Ich erlebe das nicht zum ersten Mal. Nahtoderfahrungen sind meistens der Fall, wenn jemand der Meinung war, Gott habe zu ihm gesprochen. Okay. Und dann? Soll mein Seelenschatten Mordred erwürgen, oder was? Nein. Wir wissen, dass Mordred sein Schwert für die andere Seite nutzbar gemacht hat. Besser gesagt, das beseelte Spiegelbild. Du wirst es auf der anderen Seite nehmen und Mordreds Seele damit töten können. Schatten sind dort stärker als hier. Habe ich das richtig verstanden? Die Seelen sind hier stark und die Seelenschatten schwach. Genau. Und umgekehrt. Was bedeutet, dass Mordreds Seele auf der anderen Seite sehr schwach ist? Das klingt auf eine absurde Art und Weise logisch. Und was ist mit Mordreds Schatten? Wir halten ihn mit den Gebeinen außerhalb des Spiegels, damit er seine Seele nicht schützen kann. Danach sollte dem Schatten dasselbe passieren wie mit einer Seele, wenn der Körper stirbt. Er kehrt in den Spiegel zurück. Da wäre noch ein Problem. Ja? Du brauchst Mordreds Schwert. Und außer der abgebrochenen Spitze weiß ich nicht, wo es ist. Im Buch stand etwas von einem Schwarz, das sich vom Schwert ausgehend immer weiter ausbreitet. Natürlich. Darum hatten Greg und Steve auch solche Probleme. Das Teezimmer, der Schimmel. Immer wieder gab es da Probleme mit angeblichen Schäden vom Löschwasser. Genau. Dann muss das Schwert dort sein. Ich hole es. Halt! Du fasst kein Schwert an und schon gar nicht Mordreds. Ich hole es. Ich muss mir eh noch ein Buch über Gifte aus der Bibliothek holen. Die hier unten sind etwas veraltet. Und was soll ich in der Zeit machen? Die Knochen. Du könntest Mordreds Skelett auf dem Altar platzieren. Bis gleich. Alles klar, um das jetzt nochmal festzuhalten. Adrian wird jetzt in dem Sinne, ich sag jetzt mal, getötet. Und in der Zeit bildet sich auf der anderen Seite des Spiegels der Schatten seiner Seele. Und dann kann sein Schatten die Seele von Mordred vernichten. Ich denke, so habe ich das richtig zusammengekriegt. Und das muss dann aber relativ schnell gehen, weil in dem Moment, wo Valentina ihm Adrenalin spritzt, wird sein Schatten ja wieder aus dem Black Mirror rausgezogen, weil er ja wieder lebt. So die Theorie, sofern das mit dem Adrenalin funktioniert. Ui, aber ja, ich glaube, das hat so geklappt. Oder denke ich mir das richtig so rum. Die Anordnung der Knochen kann ich mir niemals merken. In Biologie habe ich meistens nicht aufgepasst. Hast du bei anderen Themen von Biologie aufgepasst, hä? Mach mal ein Foto. Bing! Es gibt viel zu wenig Fotos von dir, Mordred. Ah, schlief. Gut. Ich nehme nur die großen Knochen mit. Die ganzen Hand- und Fußknochen sind wohl schon zu Staub zerfallen. Ich hoffe, das stört Mordreds Seelenschatten nicht. Na fein. Puzzlespielchen aus menschlichen Überresten. Fun, fun. Ich grüße dir, Black Mirror. Mirror. Ich lege die Knochen erst einmal ab, damit ich sie besser sortieren kann. Schön. Dann schauen wir mal, wie gut meine Anatomiekenntnisse sind.
Ah, okay, da kann ich gucken, alles klar. Gut, also wir haben auf jeden Fall hier erstmal die Wirbelsäule. Dann, Moment, das hier sieht mir eher nach einem Becken aus. Das lege ich mal darüber. Die Schulterblätter, wie rum sind die? Außen gerade und nach innen gewölbt. Also ist das hier da? Ach, kann ich auch noch drehen. Echt? Passt das so? Ja, sieht ganz so danach aus. So, dann haben wir hier. Boah, das wird jetzt mal schwierig. Wir haben hier nämlich noch die Oberschenkelknochen und die Oberarmknochen. Aber die Oberarm, also zumindest der eine Oberarm scheint länger aus. Scheint länger zu sein. Großer Gott. Da muss auf jeden Fall, das muss hier hoch. Wegen den Gelenken von den Schultern. Nee, das sind die. Moment. Ich bin verwirrt. Doch, das sind die Armknochen, oder? Oder sind es die Oberschenkelknochen? Ich glaube eher, das sind die Oberschenkelknochen. Legen wir mal wieder dahin. Aber steht es so ab? Ja doch, natürlich, das passt doch, klar, logisch. Die Unterarme. Die gehen an den Händen mehr zusammen. Na gut, das tun sie eigentlich überall, ne? Aber sind hier oben breiter. Nee, das passt doch nicht. Oh Gott, Oberschenkel. Die haben hier unten so Art Löcher, sag ich mal. Da. Aber die sieht man beide. Ich könnte jetzt den Schalter umlegen, ja, das ist mir bewusst. Aber das will ich nicht. Ich will es ja auch nicht so einfach machen. Also sieht man das nicht. Das passt doch alles nicht. Die gucken mehr so. So. Ich glaube. Oh, ich weiß es nicht. Hallo? Oh.
und jetzt kommen noch die Rippen oder was? Das hier passt, aber das hier sieht komisch aus. Oh, sieht besser aus, glaube ich. So, wir haben hier eine ziemlich gebogene Rippe, die ist hier mitten. Oh Gott. Hat er nicht was von größeren gesagt? Ach so, okay. Never mind. Ich dachte, die wären jetzt alle einzeln. Nimmt er nicht. Das kann nur die Seite hier sein. Ja, und? Du willst mir jetzt nicht sagen, dass das nicht stimmt, was ich hier gemacht habe. Ja, das passt. Sollen wir hier die Unterarme mal vertauschen? Nee, das passt nicht. Ups. Nee, das passt nicht. Ich glaube nicht, dass das hier die Unterschenkel sind. Die sind viel zu mickrig. Oh, warte mal. Kniescheibe und so. Was ist es noch immer nicht? Willst du mich trollen? Wahrscheinlich. Aber das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, hier an den Armen habe ich einen Fehler. Aber das passt doch dann nicht. Es muss schon hier dieser Knubbel sein, dass der hier in das Schultergelenk geht. Der Knochen liegt über dem. Und der liegt über dem. Es passt doch alles. Was willst du denn von mir? Ach, Leute, wisst ihr was? Ja, das sieht richtig aus. Jetzt muss ich nur noch auf Valentina warten. Da, genau. Sieht aus wie ein Schwert. Mit etwas Fantasie hat der Schimmelfleck die Form eines Schwertes. Das muss die richtige Stelle sein. Die Wand wird nur noch von der Tapete gehalten. Der Rest ist total marode. Gut, mach das mit deinem Dolch. Hallo. Ein Schwert mit abgebrochener Spitze. Mordreds Schwert. Und sie wollte sich noch ein Buch aus der Bibliothek holen. Ich brauche noch ein Buch über Gifte aus der Bibliothek. Ja. Danach kehre ich zu Adrian zurück. Hoffentlich konnte er Mordreds Skelett wieder zusammensetzen. Klar, easy peasy. Ich habe das Schwert. Bist du soweit? Gut. Ich schätze mal, das ist jetzt der
finale Moment. Deswegen, wegen eventuell diversen Hintergrundgeräuschen, werde ich mein Mikro jetzt ausschalten. Und wir werden wohl einen Kampf zwischen einem Seelenschatten und einer Seele auf der anderen Seite des Black Mirror erleben. Wenn die Theorie so stimmt, na dann. Mordreds Skelett liegt auf dem Altar bereit. Gut. Liegen die Knochen so, wie sie vorher lagen? Kopf oben, Beine unten. Denke schon. Haben wir jetzt alles, was wir brauchen? Sieht so aus. Das Gift ist auch fertig. Wird es schmerzhaft? Vermutlich nicht. Es lähmt den Herzmuskel. Aber keine Sorge, ich habe eine Spritze mit Adrenalin dabei. Damit kann ich dich wieder zurück zu den Lebenden holen. Klingt nach einem von Phils Folterexperimenten. Nur ist diesmal nicht Ralph das Opfer, sondern ich. Es wird alles gut gehen, Adrian. Hab Vertrauen in Gott. Ich werde jetzt die Zutaten holen. Dann kann es losgehen. Ein Gift. Es verlangsamt den Kreislauf bis zum Herzstillstand. Schmerzfrei. Ich musste es leider auf die Schnelle zusammenmischen. Die Bücher aus der Bibliothek bestätigen aber, dass es funktionieren wird. Du musst das hier trinken. Warte. Falls ich es nicht schaffen sollte, Mordred zu besiegen. Was dann? Du musst ihn besiegen. Es ist deine einzige Chance. Schaffst du es nicht, wird er dich töten und seine Seele wird deinen Körper übernehmen. Wie wirst du wissen, ob ich es geschafft habe? Ich meine, wann wirst du mich wiederbeleben? Ich werde dir das Adrenalin spätestens nach 5 Minuten geben müssen, sonst stirbst du. So oder so. Du musst es schaffen. In Ordnung. Valentina? Ja? Bis nachher. Ja. Bis nachher, Adrian. Stimmt was nicht. Oh Gott, das ist Mordreds Seele, aber das ist nicht Adrians Seelenschatten. Ich muss ihn schnell wiederbeleben, sonst ist er für immer verloren. Oh nein, es funktioniert nicht. Adrian! Adrian, komm zurück! Gott sei Dank. Du lebst. Was? Was ist geschehen? Ich fühle mich so anders. Du hast Mordred besiegt und mit ihm den Fluch. Und du hast es geschafft! Wirklich? Der Fluch ist endgültig vorbei? Ja, der letzte Gordon hat es geschafft. Lass uns diesen Ort verlassen und nie wieder betreten. Thank you.
unspektakulär. Und sorry für den Sound, ich war gerade selber ganz schön erschrocken. Ich habe mir eben das Headset runtergerissen. Also ich hatte mir den Kampf ehrlich gesagt ein bisschen spannender vorgestellt als so ein 2-3 Schwerthiebe. Ich meine, es war Mordred. Der lebte vor 800 Jahren und die waren Schwertkämpfer, was die Leute von heute eigentlich nicht sind. Ihr versteht meinen Gedankengang? Aber ungeachtet von dem Ende, warum ist das? Ich hoffe, man hört mich. Ich kann es nicht wirklich sagen. Lass uns erstmal zu Ende laufen. Darf ich jetzt reden? Sehr cool. Oh. Und? Wie kommst du voran? Ganz gut, denke ich. Mit den Stichpunkten bin ich durch. Jetzt muss ich das Ganze nur noch ins Buch der Hüter übertragen. Willst du es dir mal ansehen? Wenn ich darf. Hier. Beim letzten Punkt bin ich mir allerdings nicht ganz sicher. Uiuiui. Gut. Noch was zum Lesen. Ich bin Mordred los. Auch wenn das Ritual nicht so funktioniert hat, wie es sollte, bin ich doch endlich wieder allein. Ich selbst. Valentina hat vorgeschlagen, dass ich das Buch der Hüter erweitere. Jahrhunderte an Erfahrungen wurden darin gesammelt, aber bisher hat wohl noch nie jemand so sehr mit dem Spiegel zu tun gehabt wie ich. Am besten, ich schreibe mir vorerst alle Informationen hier in mein Tagebuch. Seelenschatten. Wenn ein Mensch lebt, existiert seine Seele in dieser Welt. Es gibt noch keinen Seelenschatten. Wenn er stirbt, ist seine Seele frei und löst sich im Normalfall auf, steigt in den Himmel oder so. Wenn er in der Nähe des Spiegels stirbt, gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, der Mensch hat eine gute Seele, die frei ist und verschwindet. Es entsteht jedoch ein Seelenschatten hinter dem Spiegel, der aber seelenlos ist.
Zweitens, der Mensch war böse, seine Seele wird in den Schatten gezogen, dort entsteht gleichzeitig ein Seelenschatten, den ab jetzt für die Ewigkeit die Seele quält. Ah, so rum, okay. Seelen sind in dieser Welt stark, in der Schattenwelt jedoch schwach. Aber schwach, egal. Seelenschatten sind in der Schattenwelt stark, in dieser Welt schwach, aber immer noch stärker als ein Mensch. Vom Spiegel her ist es nicht vorgesehen, dass ein Seelenschatten den Spiegel verlässt. Mordred hat aber einen Weg gefunden, genau das zu bewirken. Mordred konnte also Seelenschatten in diese Welt bringen. Marcus hat später gegen sie gekämpft, indem er die Gebeine von Toten vor den Spiegel legte und ein Ritual durchführte, das sie in dieser Welt festhielt. Mordreds Sohn. Ey, das ist so barbarisch. Mordred wollte die böse Seele von König Armundor in unsere Welt zurückholen. Er fand heraus, dass dafür ein guter Mensch vor dem Spiegel sterben muss. Seine Seele wird dadurch befreit und macht Platz für eine andere. Ist der Seelenschatten bereits dort, kann die Seele hinterher. Der Körper muss anschließend aber wiederbelebt werden, da sonst Seele und Schatten zurück in den Spiegel gesogen werden. Also hat er Armundors Überreste vor den Spiegel gebracht und seinen Schatten daran gebunden. Gleichzeitig hat er seinen Sohn getötet. Boah. Dadurch war die gute Seele des Jungen frei und schwebte davon. Ein Seelenschatten entstand hinter dem Spiegel. Die Seele Armundors kommt aus dem Spiegel frei und machte sich im Körper des Jungen gemütlich. Würde Mordred seinen Sohn jetzt wiederbeleben, würde der Schatten ebenfalls auf ihn übergehen und ihn unglaublich mächtig machen, weil Seele und Schatten in dieser Welt vereint werden. Er schafft es aber nicht und sein Sohn stirbt. Der Fluch. Kurz nach Mordreds Ritual muss Marcus zurückgekehrt sein und sich durch die Reihen der Schatten geschlagen haben, die Mordred in seinen Experimenten beschworen hatte. In einem Duell hat Marcus seinen Bruder Mordred getötet, dabei wurde auch Mordreds Frau Maria tödlich verletzt. Mordred konnte noch einen letzten Fluch aussprechen, mit dem er einen kleinen Teil seines Seelenschattens in dem Blut von Marcus und damit im Blut der Gordons verankerte. Der Rest seines Seelenschattens blieb hinter dem Spiegel, genau wie seine böse Seele in den Spiegel gesogen wurde. Für das Ritual zur Befreiung von Mordreds Schatten werden 5 Seelen benötigt, die mit Hilfe der Seelenschlüssel gefangen werden können. Diese müssen dann in die Schattenwelt gebracht werden. Das Blut muss geopfert werden und dann geht der Schatten auf einen Gordon über. Wenn der Schatten erst Besitz ergriffen hat, wird er alles tun, um den Körper zum Spiegel zu lenken und Mordreds Seele zu befreien. Mordred hat bestimmt damit gerechnet, bald wieder frei zu sein, aber die reinen Hüterseelen der Gordons sind wohl besonders widerstandsfähig. Das war's. Jo, die kurze Version von einer 800 Jahre alten Geschichte, wenn man es mal so will. Okay, aber bevor jetzt hier wieder ein Dialog kommt, ich finde die Black Mirror-Reihe nach wie vor absolut genial. Ja, zwischendrin hat man echt ein bisschen zu knabbern, weil die Logik von dem Spiel so manchmal ein bisschen hinterherhinkt und es einem nicht wirklich Hinweise gibt, was denn eigentlich zu tun ist. Man erinnere sich an die Kelleraktion. Ich meine, welcher normale Mensch hängt bitte ein Stromkabel in eine Pfütze? Um eins von vielen Beispielen zu nennen. Aber mir geht es gerade um die Storyline und die ist richtig, richtig gut gemacht, finde ich. Ich warte eigentlich ehrlich gesagt auf eine Verfilmung. Das wäre mit Sicherheit richtig gutes Material. Und ja, schade, dass es hier jetzt vorbei ist. Vorbei in Anführungsstrichen. Es gibt nämlich tatsächlich noch einen Teil. Der kam raus, lasst mich überlegen, 2017. Und zwar, ich muss auch sagen, diesen Teil habe ich nie gesehen. Ich habe mir geholt, ja, aber erst vor kurzem. Ich habe rein gar nichts darüber gelesen. Ich habe kein Gameplay, Let's Play oder was auch immer von jemandem gesehen.
Ich weiß nur, dass das keine Fortsetzung ist, also dass es hier jetzt zu einem Quattro wird, sondern eine freistehende Geschichte. So viel weiß ich. Mehr aber auch nicht. Und die folgt. Ich starte da tatsächlich komplett blind rein. Ich bin gespannt, was dann da noch kommt. Es kann ja dann eigentlich nur irgendwas in der Vergangenheit sein, weil hier ist jetzt der Drops gelutscht. Der Fluch ist gebrochen, so rum. Genau das Wort war es, nachdem ich gesucht hatte. Und bevor ich jetzt noch weiter quatsche, klicke ich hier jetzt einfach mal weiter. Wenn noch ein Dialog kommt, wunderbar. Ansonsten auf jeden Fall vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Teil auch wieder mit dabei. Das ist schon mal ein guter Anfang. Wann überträgst du das ins Hüterbuch? Nicht vor dem Essen. Übrigens weiß ich jetzt, was es mit diesen schwarzen Kugeln auf sich hat. Ich bin gespannt. Mordred schreibt in seinem Buch, dass er ein Seelentransferritual durchgeführt hat. Doch statt der Gebeine hat er nur den Schädel benutzt. Und eine schwarze Kugel. Der Schatten sei danach nicht mehr in den Spiegel zurückgekehrt, sondern blieb immer in der Nähe der Kugel. Aha. Dann kann man mit diesen Kugeln also Seelen auffangen, die eigentlich für den Körper gedacht waren. Richtig? Es kommt noch besser. Hier. Mit Hilfe der in der Kugel gefangenen Seele kann man die Schatten bis zu einem gewissen Grad beherrschen. Er schreibt, dass er eine Kugel im Schlafgemach seines Bruders unter dem Bett deponiert hatte, in der Hoffnung, dass der Schatten ihm des Nachts die Seele raubt. Aber es hat nicht funktioniert. Markus' Seele sei zu rein für die Schatten, vermutet er. Was meinst du? Treiben die Schatten der Seelen heute noch immer ihr Unwesen? Ich weiß nicht. Aber wenn, ist es deine Aufgabe, sie aufzuhalten.